Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch Vierfach. So, wir sind ja soweit, dass wir die Erde da hinten vom Feld jetzt noch holen, wo wir da ausgebaggert haben. Okay, und der ist in der... Alles klar. Der ist in der letzten Bahn vom Vorgewende, das heißt, wir können... Und werden diese Folge beenden und ab der nächsten Folge haben wir dann Precision Farming. Das heißt, in dieser Folge werden wir den... sagt's mir, die Erde vom Feld haben. So. Das heißt, wir tanken jetzt den Drescher ab und fahren einfach mit bis nach vorne. Dann haben wir nämlich auf jeden Fall zwei Abfahrer jetzt. Dann können wir immer den einen losschicken. Oh Mann, das ist schon Wahnsinn. Wir haben mal gespannt, wie viel Sorghum hier wir dann im Silo haben. Habe ich jetzt vorher gar nicht drauf geachtet. Dann können wir auf jeden Fall auch den den Radlader wieder zurückgeben. Aber dass es so eine Menge Kies ist, das ist schon Wahnsinn. Gut, die Erde, die geht ja relativ, ne? Die Erde geht ja relativ. Ja, ihr könnt doch noch Glück haben, dass wir hier relativ vieles vom Feld bekommen. Relativ vieles reinbekommen ins Silo. Eieiei. Ah, da wackelt es jetzt ordentlich in dem Trecker. So. Ah, den Bagger müssen wir noch verkaufen. Ah, den Drescher zurückfahren. Eieiei, das ist noch viel zu tun. So viel zu tun in so wenig Zeit. Fahren wir einfach jetzt hier rein. So. Also wir haben jetzt relativ viel eingelagert schon heute. Das dürfen gar mal 200.000 sein. Nicht mal 200.000, was wir da reinbekommen, aber 184.400 Liter Sorghumhirse. Das ist ordentlich, würde ich sagen. Das finde ich sogar richtig ordentlich. So. Mit Riesenschritten fahren wir jetzt auch dann nach hinten zum Beladen. Können ja theoretisch beide befüllen. So. Im Abfahrer Feld 3 und Hofsilo abladen. Einmal. Und dann kriegen wir eine Info, sobald er da steht. So.
Können wir nämlich hier schön wegschicken. So. Ja, lassen wir das mal hier schnell stehen. Dann stellen wir den hier auch noch schnell ein. Ja, der lädt am Hofsilo abladen und will dann am Hofsilo abladen. Nicht Feld 7. So. Genau einmal. So. Jetzt heißt es, wir befüllen erstmal die beiden Anhänger. Dann schauen wir, dass wir da so viel wie möglich runterbekommen. Der denkt sich jetzt auch, ja, erst fahre ich Kies und jetzt fahre ich Erde. Da bin ich jetzt hier im das ist ein Nachteil, man sieht es jetzt schlecht, ne? Ja, das ist schon viel. Den haben wir voll. Jetzt füllen wir natürlich noch den zweiten Anhänger. Da hat er eben erst Sorghumhirse geladen und jetzt darf er Erde laden. Halt eben schauen, dass wir da alles reinbekommen. Ja, der ist fast voll. So. Also ich glaube nicht, dass das Sinn und Zweck ist. Theoretisch auch in den anderen dann laden. So. So. Eieieiei. Ah, das sind Mengen. Da fasst du dir an den Kopf, ne? So, dann können wir den gerade hinterher schicken. Dann können wir den Drescher wegfahren. Zumindest mal rüber. Rüberfahren. Aber nehme ich auch schon wieder den nächsten Punkt weg. Ja, ich kriege wahrscheinlich doch nicht alle Erde runter. So, dann werden wir hier ganz kurz warten. Der Fendt durchfährt. Na, lieber muss er am Silo ein bisschen warten. Wie dass ich ihm hier jetzt den Weg versperre. Unnütz den Weg versperre. So.
wir fahren jetzt also mit unserem Drescher zurück. Können den dann mal kurz reparieren. Und dann einmal ja noch den Bagger verkaufen fahren, verkaufen gehen, ne? Das ist natürlich jetzt auch eins der Punkte, die jetzt ziemlich weit oben auf der Liste stehen. Und wir haben halt auch nicht wirklich viel oder große Anhängerkapazitäten. So, 37,5 Kubik ist das größte, was wir haben. So, jetzt lädt er hier natürlich ab. Ah, sehr gut. So. Mit dem können wir uns jetzt erstmal hier hinstellen. So, ich renne jetzt einmal ganz kurz hier hinter zum Bagger und dann wird er verkauft. Tun wir nochmal für 14 Dollar reparieren. Und dann tun wir... Ah, nein. Wir tun dann erst nochmal neu lackieren. Jawohl, ja. Und auf Wiedersehen. Dann ist er weg. Und wir haben eigentlich schon jetzt... wieder einen stattlichen Geldbetrag. Ah. Lagerkapazität. Hundertsechsundzwanzigtausend. Okay, der fährt so lang. Ja, dann tun wir den jetzt einfach mal rauswerfen, den Abfahrer. Und fahren da schnell selber hin. Können wir nämlich nochmal ein bisschen Zeit sparen. Das ist ja richtig doof. Das ist ja richtig doof, dass das jetzt nicht so wunderbar klappt. Dass wir dann sauber draußen sind. So. Ach, Herr Jemini, da freut sich ja unser Radlader nicht. Und hier, dass er ja wieder arbeiten muss. So. Wir haben da definitiv einfach zu viel ausgebaggert. Klappt es ja. Dass wir das schaffen. Anhänger voll, Anhänger voll. Silo voll. Ah doch, das können wir theoretisch schon schaffen, ja.
Also, ja klar, nimmt er natürlich nichts auf. Upsala. So. Aber gut, meine Freunde, das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.